Willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einer neuen Frage-Antwort-Runde an einem wunderschönen sonnigen Freitag. Ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt, ich habe für euch die Antworten. Viel Spaß bei diesem Video, bleibt bis zum Schluss dabei. Freunde, es freut mich, dass ihr dabei seid zu dieser kleinen Frage-Antwort-Runde. Und wie schon gesagt, wir schauen uns gleich eure Fragen an. Ihr habt fleißig Fragen gestellt. Dennoch motiviere ich euch dazu, mehr Fragen zu stellen, falls ich diese nicht beantworten kann, zumindest nicht sofort beantworten kann oder vielleicht sogar falsch beantworte, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir als Community zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen in Sachen Verkaufen und Kaufen. Deshalb, falls ich diese Frage nicht beantworten kann, dann kann es einer von den Zuschauern gegebenenfalls beantworten und so können wir uns gegenseitig unterstützen. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere gerne diesen Kanal. Ich gebe hier regelmäßig Mehrwert aus an die Hand, um dir das Kaufen und Verkaufen zu vereinfachen und leicht zu machen. Und falls dir dieses Format gefällt, gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das lässt uns als Community wachsen. So, dann möchte ich direkt mal beginnen mit der ersten Frage. Und zwar fragt hier Steve: Hi, was mache ich mit Sachen, die ich vor der Gründung Kleingewerbe gekauft habe? Vielen Dank. Ja, Steve, im Grunde genommen ist das ganz einfach zu sehen. Rein theoretisch, wenn du jetzt dein Kleingewerbe einfach nur als einen Gewerbeschein angemeldet hast und keine Kapitalgesellschaft, also keine andere Rechtsform gewählt hast, dann kannst du rein theoretisch die Rechnungen gegebenenfalls noch verrechnen. Das müsstest du mal mit deinem Steuerberater besprechen, wie weit die zurückliegen dürfen. Ansonsten habe ich dir ja schon mal auf diese Frage eine Rückmeldung gegeben. Du könntest diese rein theoretisch auch als dein Einzelunternehmen, also als Gewerbetreibender, von dir privat kaufen. Das heißt, du müsstest rein theoretisch so einen Einzelbeleg dir schreiben und oder dir ausstellen lassen, um dann diese Dinge bei dir einfach von privat in das Einzelunternehmen einzukaufen. Da kannst du natürlich deinen Preis variieren. Gegebenenfalls machst du einfach den Einkaufspreis, den du auch privat damals bezahlt hast. Kannst das natürlich aber auch höher setzen oder niedriger gegebenenfalls, wie du es möchtest. Falls du zum Thema Einzelbeleg oder Eigenbeleg, sorry, noch keine Informationen hast, dazu habe ich als letztes Mal das Video dazu gemacht. Das findest du oben hier in der Beschreibung, in der Infobox. Oder auch unten in der Videobeschreibung. Schau es dir gerne an und da hast du auch ein kostenloses Musterformular für einen Eigenbeleg. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Ja, hier fragt Wake: Hi Alex, was ist mit der Freitags-Fragerunde passiert? Ich habe auf das Video gewartet. Sorry Wake, letzte Woche hat es leider nicht geklappt. Dafür bin ich diese Woche, das habe ich dir auch versprochen, am Start und beantworte die Fragen gerne. So, deine Frage ist: Ich habe eine Frage zu folgender Situation. Ich habe mich bei einigen Großhändlern angemeldet, aber die Preise dort sind echt bescheiden. Ja, du hast recht, teilweise ist das leider so. Fragst du in solchen Fällen direkt nach besseren Preisen oder ist die einzige Möglichkeit, an bessere Preise zu kommen, viel bei denen zu kaufen? Das kann man pauschal nicht beantworten, weil viele Faktoren hier eine Rolle spielen, beziehungsweise auch alle Großhändler sich so ein bisschen unterscheiden, was das Ganze angeht. Manche sind strikt mit ihren Preisen, also stabil, das heißt, die lassen mit sich gar nicht verhandeln. Ja? Die haben ihre Preise, die wissen, dass das zu dem verhältnismäßig zu dem Marktpreis auch passt, alles soweit. Und die haben ihre Kunden, die die Ware abnehmen und dann müssen die nicht großartig verhandeln. Es sei denn, du kaufst bei denen viel. Das ist natürlich der größte Aspekt. Wenn man viel abnimmt, dann darf man auch schon mal über Preise sprechen. Ja? Und da musst du als Käufer immer versuchen, den ersten Schritt zu machen. Weil wenn du nicht einen besseren Preis anfragst, dann wird der Großhändler definitiv nicht sagen, oh, du kriegst bei uns bessere Preise. Es sei denn, der Großhändler bietet von vornherein an, ab gewissen Mengen, beispielsweise Staffelpreise, ja, ab gewissen Mengen gibt es diesen Preis oder diesen Preis, ja.
Wenn das jetzt solche Großhändler sind, die ab und zu mal Posten anbieten, ja, nicht jetzt ein Produkt haben, was generell auf Lager ist, da würde ich immer eine Preisverhandlung machen. Das heißt, meistens schreiben die das schon dazu. Meistens ist es so, wenn du alle Produkte nimmst, also take all, dann hast du auch bessere Preise, aber das ist meistens nicht verhältnismäßig. Da nimmt man lieber ein paar weniger und streut das auf verschiedene Produkte. Ansonsten solche Großhändler, die Posten anbieten, da würde ich definitiv immer nach den Preisen fragen und sagen, ja, ich würde so viel abnehmen, was können Sie für einen Preis machen? Und wenn er dir dann noch einen Preis gibt, dann kannst du immer noch sagen, okay, geht es noch günstiger, ja? Das heißt, du musst konkrete Preise vorschlagen, die er dann versuchen muss, ja, dementsprechend ja oder nein zu sagen. Vielleicht einigt ihr euch am Ende vielleicht auf die Versandkosten, dass der Großhändler die Versandkosten trägt. Oder. Also da gibt es, ist wirklich sehr individuell solche Verhandlungen und dementsprechend muss man hier einfach mit den Großhändlern schreiben und in den meisten Fällen weiß man dann, wo man bei welchem Händler wie viel sich erlauben kann und wie genau was zu schaffen ist. So, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar fragt der Andreas, kann man bei Amazon auch einen einfachen Kassenbeleg einreichen als Nachweis oder akzeptieren die nur richtige Rechnungen? Ich gehe davon aus, du hast diese Frage bezüglich der Freischaltung von Produkten gestellt. Ehrlich gesagt habe ich noch keinen Kassenbeleg eingereicht bei Amazon. Das heißt, ich musste nie Produkte freischalten, wofür ich nur einen Kassenbeleg hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht geht. Denn in erster Linie musst du natürlich auch einen Kassenbeleg haben, wo zum Beispiel 10 Produkte von einer Sorte drin sind. Oder du hast es auf viele Belege verteilt natürlich. Das geht auch. Probier es einfach aus. Ich würde vorschlagen, probier es einfach aus. Mit einer Rechnung geht es auf jeden Fall, wenn es von einem autorisierten Verkäufer gewesen ist. Es kommt immer aufs Produkt an, muss ich dazu sagen. Aber probier es einfach mit einem Kassenbeleg aus. Viele hast du ja schon die Erfahrung jetzt schon gemacht. Dann schreibe dazu auch gerne einen Kommentar unten hin. Dann hilfst du mir damit, aber auch vielen anderen Zuschauern hier, die das gegebenenfalls auch schon mal drüber nachgedacht haben, das so zu machen. Denn tatsächlich gibt es ja die Möglichkeit, dass man irgendwo im Einzelhandel günstig einkauft und das Ganze dann bei Amazon oder eBay teurer weiterzuverkaufen. Und ja, dann hat man im besten Falle oder in erster Linie nur einen Kassenbeleg. Ja, und das würde definitiv die Frage hier lösen. Deswegen schreib mal gerne einen Kommentar dazu, ob du das schon probiert hast oder nicht. Kommen wir zur nächsten Frage. Wenn ich noch nicht genau wüsste, welche Artikel ich verkaufen will, beziehungsweise wenn ich mich nicht auf nur ein paar Artikel festlegen möchte, wäre es dann nicht am sinnvollsten, bei der Anmeldung so ziemlich alle möglichen Produkte anzugeben, um so danach die größtmögliche Freiheit, Flexibilität beim Verkaufen zu haben? Oder ist die Anmeldung dann teurer? Vielen Dank für deine Infos. Danke für diese Frage. Sehr, sehr gute Frage. Das habe ich nämlich bei meiner Anmeldung damals auch mir die Frage gestellt. Und tatsächlich ist es so, dass es ratsam ist, so viele Produkte, so viele am besten sogar Kategorien, die mehrere Produkte direkt umfassen und Nischen in der Gewerbeanmeldung mit aufzunehmen, so dass man quasi ja, alles umfasst. Da gibt es teilweise Texte, die so ein bisschen das ganze komplette Online-Handel, Handelswaren abdecken. Jedoch möchten die bei der Gewerbestelle teilweise wirklich ein bisschen das Ganze genauer und nicht einfach sagen Handelswaren. Ja, welche Handelswaren denn, ja? Deswegen lohnt es sich da und es ist ratsam, Kategorien zu wählen oder Nischen oder vielleicht einfach verschiedene Produkte. Und ich weiß, dass es bei mir teilweise mal bei einer Gewerbeanmeldung so war, dass dann eine extra Seite für sogar genommen wurde und eine halbe Seite nur die Tätigkeit beschrieben wurde. Das heißt, welche Produkte, was überhaupt gemacht wird mit diesem Gewerbe, aufgeschrieben wurde. Und das ist völlig legitim und erlaubt und dementsprechend sogar ratsam. Warum? Weil falls du dann irgendwie mal überlegst, dennoch andere Produkte zu verkaufen, dann müsstest du diese Gewerbeanmeldung immer erweitern bzw. erneuern. Und das kostet dir tatsächlich immer wieder Geld. Bei der ersten Anmeldung kostet es dir einmalig das Anmeldegeld und
aufgrund der Höhe der, beziehungsweise aufgrund der Anzahl und Vielzahl der Tätigkeit und Produkte wirst du definitiv nicht mehr bezahlen müssen. So, kommen wir zur nächsten Frage und zwar fragt Sayat: Hi Alex, ich bin bei Amazon Händler und mache das seit einem Jahr, aber ich habe noch nicht von Amazon gekauft und wieder über Amazon verkauft, weil ab und zu mal nach Einkaufsrechnungen oder Produktbildern gefragt. Ich würde mal fragen, ob ich von Amazon, ach so, ich würde mal fragen, ob ist von Amazon erlaubt, man von Amazon kaufen und wieder über Amazon verkaufen. Also, ich verstehe das so, dass du fragst, ob es erlaubt ist, ob Amazon das erlaubt, dass man bei ihnen die Ware kauft und dann wieder teurer verkauft. Okay. Und genau, ich bedanke mich über deine Erklärung. Okay, ja, was kann ich dazu sagen? Im Grunde genommen, ob es wirklich erlaubt ist, das muss man in den AGBs einmal lesen. Teilweise werden die Produkte ja auch von anderen Händlern angeboten, nicht direkt von Amazon. Oftmals ist es so, dass wir Amazon-Produkte günstig kaufen und diese weiter zu verkaufen. Wenn dieses Produkt bei Amazon freigeschaltet ist und man dafür keinen Beleg hochladen muss, dann gibt sich für mich da kein Problem, weil dieses Produkt hättest du egal wo kaufen können. Wenn Amazon natürlich mal einen Beleg nachfragt, wie du beschreibst, oder du das Produkt freischalten musst mit einem Einkaufsbeleg, dann geht es natürlich nicht. Dann ist es so, dass Amazon ihre eigenen Rechnungen dafür nicht akzeptiert. Das habe ich schon mal ausprobiert. Und da brauchen die natürlich von einer dritten Stelle, von einem Großhandel oder von einem anderen Verkäufer eine Rechnung, um diesen Artikel, dieses Produkt freizuschalten, um das frei verkaufen zu können. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, diese Produkte natürlich bei eBay oder eBay Kleinanzeigen zu verkaufen, was die meisten hier auch machen. Dementsprechend spricht da auf jeden Fall nichts gegen, meines Wissens. So, und ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet und hoffe natürlich, dass die anderen Fragen auch beantwortet sind. Das war auch schon die letzte Frage. Ich hoffe, damit habe ich weitergeholfen und falls du eine Frage hast, dann stell sie gerne auch hier direkt unter diesem Video oder zu dem jeweiligen Video, wo die Frage zugehört und ich suche diese raus und werde diese dann in der nächsten Woche mit euch besprechen in der neuen Frage-Antwort-Runde. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und falls noch nicht passiert, abonniert diesen Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos für euch zu machen. Und lässt uns als Community wachsen. Alles Gute, viel Erfolg, bis zum nächsten Video. Ciao.